Nur wenige Schritte entfernt vom Metzer Hauptbahnhof fühlt man sich wie mitten in Afrika. Dakar Nzelo bittet im Restaurant Les Couleurs d'Afrique zu Tisch. Als ich aus Paris nach Metz gekommen bin, habe ich festgestellt, es gab in der Stadt hunderte Restaurants aller Arten. Klassisch französisch, mexikanisch, chinesisch. Aber kein einziges afrikanisches. Unsere Esskultur war überhaupt nicht vertreten. Da kam meiner Frau und mir die Idee, warum nicht ein afrikanisches Restaurant hier in Metz? Dakar kommt aus der Demokratischen Republik Kongo im Herzen Afrikas. Er hat längere Zeit in Paris gelebt. Die Familie seiner Frau stammt ebenfalls aus dem Kongo. Thérèse ist aber in Frankreich geboren und lebte bereits in Metz, als sie ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte. Anfangs staunten die Gäste, dass es hier Gerichte aus den unterschiedlichsten Ländern Afrikas gab. Sieh an, hieß es, jetzt kochen die Kongolesen sogar Tiep Boudien. Das klang so, als ob ich schummeln würde. So, wenn beim Chinesen plötzlich Pizza auf der Speisekarte steht. Auch Dakars Frau Thérèse steht oft am mächtigen Herd in der Restaurantküche. Um eine große Bandbreite der afrikanischen Küche abzudecken, haben sie die Zubereitung einer ganzen Reihe von afrikanischen Spezialitäten gelernt. Neben Tiep Boudien und Yassa aus dem Senegal auch Mafé, was in Mali und Westafrika verbreitet ist, oder Ndole aus Kamerun und Ateke aus der Elfenbeinküste. Wir in Afrika essen eigentlich immer gesund. Hier in Frankreich spricht man gerne von Bio, aber so richtig Bio ist das Essen in Afrika. Die Kundschaft von Les Couleurs d'Afrique ist breit gefächert. Für viele ist der Ort ein Stammlokal, aber auch Gäste nahegelegener Hotels schauen vorbei. Und der Bahnhof von Metz ist gleich um die Ecke. Wer keine Zeit für ein ausgiebiges Abendessen hat, genießt an der Theke ein Bier, ein Glas Wein oder einen Cocktail. Sehr beliebt in afrikanischen Ländern ist beispielsweise Bisab, was aus Roselle, einer Hibiskusart, gemacht wird. Hier sieht man viele Afrikaner, aber auch Franzosen und Leute aus anderen Ländern. Diese Mischung finde ich toll. Ich kann das nicht erklären. Es ist einfach irre. Hier finde ich zu mir selbst, genieße die warmherzige Atmosphäre und natürlich das afrikanische Essen. Es ist super lecker. An erster Stelle kommt natürlich das Essen. Ich bin in einer senegalesischen Familie aufgewachsen, deshalb sind diese Gerichte für mich ein Stück Heimat. Das ist sonst schwer zu finden, also komme ich hierher. Hier ist mein zweites Zuhause. Hier geht's mir gut. Das Restaurant boomt und Dakar Nzelo hat geschäftlich noch einiges vor in Metz. Er führt bereits ein afrikanisches Lebensmittelgeschäft und wird demnächst eine Bar eröffnen. Mir geht es wirklich gut hier. Ich bin nun seit fast 40 Jahren in Frankreich. Hier fühle ich mich wirklich zu Hause. Willst du heute Abend noch tanzen? Das dürfte wieder eine lange Nacht im Couleur d'Afrique werden.